Hallihallo und willkommen zu einem weiteren kleinen, ich zeig mal einfach ein Switch-Spiel-Video, weil, keine Ahnung, ich bin irgendwie zu voll, vernünftige Let's Plays aufzunehmen. Und ja, da dachte ich mir, komm, ich spiele mal ein bisschen, Fast Arm X. Für die, die es nicht kennen, Heroes of the Storm ist jetzt spielbar. Wisst ihr was, ich bin jetzt heute so faul, ich deaktiviere noch nicht mal die ganzen Nachrichten und so weiter. Was soll ich sagen? Ist ein kleines Rennspiel, so wie ich es gehört habe, stark von F-Zero inspiriert. Ich habe F-Zero damals nie gespielt, deswegen kann ich das weder bestätigen noch verneinen. Und ja, war auf der Wii U sehr beliebt und hat jetzt halt für die Switch ein kleines, ja, ich würde es mal Remake nennen, halt mit nochmal verbesserter Grafik, ein paar mehr Strecken und so weiter bekommen. Wir spielen, um ehrlich zu sein, einfach mal ein bisschen den Online-Modus. So, ich komme mit dem hier ganz gut klar. Ich hoffe, dass mein Internet ausreicht dafür. Und ich glaube, ich stelle das nicht, dass das Spiel so wie es jetzt ist, weil die Musik ist eine der besten Sachen am Spiel und ich werde sowieso kaum reden. Zum Spiel sei gesagt, Steuerung ist recht simpel, was man dazu erwähnen müsste. Ich glaube, ich bin in der laufenden Runde, oder? Keine Ahnung. Ach ne, fängt gerade an, das Rennen. So. Ich kann die Phase wechseln zwischen Blau und Orange. Das ermöglicht mir, wenn ich hier über Plattformen in der richtigen Farbe fahre, werde ich schneller, in der falschen Farbe werde ich langsamer. Das ist quasi das krasse Feature hier an dem Spiel. Und mit den Kugeln kann ich noch einen kleinen Boost machen, bei dem ich gerade nicht mehr sicher war, wie man den aktivieren konnte. The connection has been lost. Ich probiere mal was. Ich habe das dumpfe Gefühl, dass einfach an der Stelle, wo die Switch bei mir steht, es nicht genug, also dass die einfach da sehr wenig WLAN bekommt, deswegen habe ich sie jetzt mal umgestellt, weil ich habe meistens ein deutlich besseres WLAN, wenn ich dann im Bett liege und da spiele. Klar kann es sein, dass hier, ach, wir dürfen uns mal kurz was aussuchen. Nehmen wir uns einfach sowas hier. Scorpio Circuit. Okay, sind wir jetzt nur zwei Runde Menschen in einer Runde. Kann natürlich sein, dass hier einfach die Dockingstation das Internet ein bisschen abbremst, aber das war schon eine sehr bescheuerte Design-Fehler und sowas würde ich nicht mal Nintendo zutrauen. Keine Ahnung. Spätestens bis Splatoon rauskommt, muss ich herausfinden, wo ich das Ding aufstelle, damit es gutes Internet bekommt. Ach ja, eine Sache, die ich noch sehr cool finde an dem Spiel, wenn man jetzt nach links und rechts lenken möchte, kann man halt einmal ganz normal so lenken. Aber man kann auch einfach mit den Schultertasten nach links und rechts quasi gleiten, ohne wirklich die Richtung zu lenken. Dadurch kann man halt gut so auf einer geraden Strecke dann eine Plattform mitbekommen, die man halt sonst nicht erwischt, ohne dann in die Bande zu rasen direkt. So. Lobby-System sieht hier aktuell so aus, als wenn man halt online geht, man automatisch in irgendeine Lobby geworfen wird. Und deswegen haben wir halt gerade Pech, dass wir in einer sehr leeren Lobby gelandet sind. Derzeit ist es meines Wissens nicht möglich, online mit anderen, also mit Freunden bewusst zusammenzuspielen, aber das wird höchstwahrscheinlich später noch hinzugefügt. Ansonsten kann man natürlich auch einfach Splitscreen spielen oder halt auch, wenn andere Personen eine Switch dabei haben, lokale Coop.
Ich überlege gerade, ob die wohl jetzt, wo sie wieder so auf lokalen Club gehen, wieder sowas wie beim DS damals, das mit Download-Spiel wiederbringen werden, wo man ja quasi mit 4 Leuten mit nur einem Spiel zusammenspielen konnte, manchmal. Klar, dann meistens eingeschränkt, aber es war eine coole Sache. So, jetzt geben wir wieder Gas. Ich wage zu behaupten, dass ich gar nicht mal so schlecht bin in dem Spiel im Vergleich. Zumindest im Vergleich zu denen, mit denen ich bis jetzt so gespielt habe. Aber, naja, deutlich noch Raum nach oben. Für die, die sich überlegen, das Spiel zu holen, das gibt es, glaube ich, für 20 Euro oder so. Und es macht wirklich sehr viel Spaß. Gerade bis Mario Kart 8 Deluxe dann rauskommt. So, jetzt darüber, hier auch runter. Nimm aus dem Bus noch mit. Und hier. Fuck, da war nicht zu schnell. Okay. So, dann schauen wir mal, ob wir jetzt noch eine Runde mit einer größeren Lobby hinbekommen. Und es scheint wirklich einfach daran zu liegen, wo ich spiele. Nur mit die Strecke. Nee. Das mit dem Internet scheint wirklich einfach daran zu liegen, wo ich die Switch hingestellt habe. Es ist jetzt schade, dass es so eine leere Lobby ist. Ich hatte gehofft, naja, mit mehr Spielern zu spielen. Also normalerweise hat man eigentlich immer so 5 Leute in der Lobby. Weil ich nachher nach dem Rennen mal versuchen, einfach neu zu connecten. Oder die Aufnahme nochmal von vorne zu beginnen. Keine Ahnung. Ich möchte jetzt ja auch nicht 30 Minuten hochladen, wo ich gegen einen einzigen Typen fahre. Keine Ahnung, ob dazu irgendwann noch mehr Videos kommen. Das hängt davon ab, wie viel Langeweile ich habe. Ich habe auch überlegt, irgendwann mal ein paar Videos zu Zelda zu machen, aber... Also zum Breath of the Wild. Nicht, weil meine Princess wohl auch noch zu Ende spielen. Aber... Naja. Das möchte ich eigentlich so für mich selbst erleben. Es ist deutlich zu lang, um da ordentlich was zeigen zu können in einem kurzen... All Players Left. Okay. Geben wir dem Ganzen noch einen Versuch. Wo war ich stehen geblieben? Um halt in einem kurzen Video ordentlich was zeigen zu können. So, das sieht doch schon nach einer besseren Lobby aus. Ich weiß gar nicht, was jetzt ausgewählt wurde. Was gibt's sonst zu sagen? Life is Strange mache ich ja aktuell wieder eine Pause. Kann ich nicht sagen, weil ich das weiterspiele. Das ist bei mir wirklich immer... spontane Entscheidung. Ich weiß auch noch nicht, ob ich jetzt zu Gravity Rush 2 ein Let's Play machen soll oder das einfach privat spiele. Ja, Entscheidung über Entscheidung. Hat er mir gerade meinen Boost geklaut?
weiß gerade nicht, ob Freunde von mir das, also dieses Spiel eigentlich auch haben. Falls ja, kann ich dann ja mal schauen, ob ich dann mit ein paar zusammen spielen kann, falls mal man halt in Lobbys suchen kann irgendwann. So, nutzen wir hier mal diesen Weg. Ich glaube, der ist minimal schneller, hat aber halt hier Wände. Okay. Komm, zumindest ist unter die ersten Reihen. Komm. Ja, so geht's nicht. Ich seh. Fuck. Okay. Das war's. Wobei, ich glaube, ich bin gar nicht so weit. Ich bin durchs Abstürzen nach vorne gesetzt worden. Wie geil ist das denn? Fuck, fuck, fuck. Komm, da drauf. Jetzt hier runter. Sämtliche Boosts mitnehmen. Hier geschickt rum. Und... Was? Wann ist das denn jetzt noch passiert? Ich dachte, ich war Erster. Was wollte ich sagen? Ich weiß es nicht mehr. Ich hab's vergessen. Nehmen wir mal hier die Antarktika. Ah, so sieht das gut aus. Mit einer richtig großen Lobby. Die Punkte werden übrigens halt gespeichert, das heißt quasi, daran kann man auch immer gut sehen, wie oft man jetzt hier den Multiplayer spielt. Ich laber so unzusammenhangslos, das war schon ein grammatikalisches Projekt in der Folge. Ich weiß aber echt nicht mehr, was ich sagen wollte. So. Und an die Stelle erinnere ich mich, da rase ich sehr häufig da in den... Wow, jetzt habe ich den Fuß nicht mitbekommen. In den Ring, wollte ich sagen. Da hier rüber. Ihr seht übrigens natürlich, die anderen Spieler laggen hier gerne mal ein bisschen. Ist aber an sich nicht weiter dramatisch, weil, naja, da man jetzt hier sich nicht wie in Mario Kart mit Items beschmeißt und auch wenn man sich wegrammen kann, nicht wirklich viel aktiv gegeneinander versucht sich zu beschädigen. Das passiert mir hier immer. Ich hasse das. Nicht so einfach. Perfekt. Wieder dieser Tobi. Zack. Das habe ich jetzt vollkommen ausgemacht. Okay, ich bin wieder drin. Okay.
You reach third place. Das ist natürlich nervig, was Slacks angeht, wenn einem dann plötzlich auf dem dritten landet, obwohl man den zweiten, was ich noch gar nicht gesehen hatte. Alles klar. Dann denke ich, können wir es aber dabei auch fürs Erste. Machen wir noch eine zum Abschluss und dann lassen wir es dabei auch erstmal. Oh, ich habe gar nicht gesehen, dass die Map bei uns direkt im Ausfall war. Die macht ich schon mal. So. Danach beende ich auch mal die Folge. Keine Ahnung, ob dazu irgendwann noch mehr Folgen kommen. Ich könnte einfach mal die verschiedenen Cups durchspielen. Mal sehen. So. Das größte Hindernis bei der Map ist, dass man halt so abspringt, dass man nirgendwo gegenknallt. So. Man kann übrigens mit dem wieder auf die Map gesetzt werden Glück haben und so, dass man quasi so weit weiter vorne auf dem Map gesetzt wird, dass man eigentlich nichts verloren hat, aber auch sehr viel Pech haben. Also manchmal, wenn man halt, gerade wenn man sehr große Strecken einfach sozusagen überfliegt, passiert es gerne mal, dass man quasi am Ende wieder da landet, wo man abgehoben ist. So. Es läuft aber aktuell ganz gut. Bahnen noch ein bisschen was für einen Boost auf. Wobei, die anderen Spieler sind sehr weit, sehr nah hinter mir. Ich hab's gerade gesagt. Fuck, 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 fuck. Ah, das war bitter. Ah, das geht dann auch mit dem aufgesetzt werden. Hatte ich aber auch mal bei solchen Aktionen, dass ich dann quasi ungefähr da wieder draufgesetzt werde, wo ich abgesprungen bin. Das ist natürlich sehr bitter. So, hier schon runter. Herum. Super. Fuck! Ah, der Ring erwischt mich jedes Mal. Ach komm, die ersten beiden Runden waren so super. Warum muss jetzt alles den Bach runtergehen? Hätte ich einfach permanent den Boost benutzen, nicht zwischendurch überlegt, ob ich das lieber aufsparen soll. Tja. So läuft's. Alles klar, dann beende ich aber gleich, wenn wir das Ergebnis so sehen, wirklich mal das Rennen, die Folge. Oh. Was ist mit dem Tobi passiert? Warum war ich bei mir? Hä? Habe ich das richtig gesehen? In der Wertung stand am Ende, dass ich Erster bin? Jetzt verstehe ich gar nichts mehr. Ansonsten gibt es halt hier verschiedene Geschwindigkeitsmodi. Das hier ist einfach noch krank. Der Rest geht noch. Und den Hero Mode. Da sieht's. Ja, da unten sieht man es halt. Da hat man quasi besondere Regeln. Also, wie ich es verstanden habe, ist das wohl wirklich sehr stark an F-Zero angelehnt. Nur denn, damit verabschiede ich mich jetzt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.